Um das Mega Man Franchise kam man damals einfach nicht drum herum, stand es doch für die gute alte Capcom-Qualität und bot richtig gute Technik, verbunden mit einem hervorragenden Gameplay. Auf den Game Boy sind natürlich auch so einige Titel erschienen. Wie schlägt sich der dritte Teil? Was taugt Mega Man 3 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Capcom entwickelt und auch 1993 bei uns veröffentlicht. In den USA und Japan kam es schon 92 raus, wobei es in Japan wie immer Rockman World heißt. Später erschien es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Jeder Mega Man Teil auf dem Game Boy hat ja so seine etwas eigene Idee, während die Grundformel natürlich immer gleich bleibt. Diese wird in diesem Teil nur etwas verändert. Das Sliden auf dem Boden hat ja schon der Vorgänger eingeführt. Hier könnt ihr eure Standard-Armkanone nun in verschiedenen Stufen aufladen. Der Umfang sieht auf den ersten Blick etwas mau aus. Gerade mal 4 Bosse mit ihren Leveln könnt ihr wie gewohnt in Mega Man typischerweise auswählen. Wie immer ist es hier die große Frage, in welcher Reihenfolge ihr diese abarbeitet. Denn wenn ihr einen der Meister besiegt habt, bekommt ihr deren Waffe. Diese ist dann nach dem Stein-Schere-Papier-Prinzip gegen einen der anderen Bosse besonders effektiv. Ihr schaut also, welcher Boss ihr mit eurer normalen Waffe einigermaßen gut schafft und seht dann weiter. Wenn ihr diese 4 jedoch besiegt habt, kommen 4 weitere. Es gibt also insgesamt 8 Bosse mit ihren entsprechenden thematischen Leveln plus das Schloss von Dr. Wily natürlich, was 2-mal auftaucht. Es wird euch hier also mehr Inhalt geboten, als ihr vielleicht am Anfang denken mögt. Die Level sind dabei wie von der Serie gewohnt hervorragend gestaltet und sind durchaus fordernd. Hier und da gibt es natürlich auch wunderbare Eigenheiten. So gibt es in diesem Level hier oben diese Kugeln, die nach und nach das Licht aus dem gesamten Bereich absaugen. Erledigt ihr die, wird es wieder hell und ihr könnt normal weiter. Steuerung ist hier ein wenig anders zu erwarten, war es super umgesetzt worden und ist einfach knackig. Wenn ihr einen Fehler macht, könnt ihr definitiv nicht das Spiel dafür verantwortlich machen. Das Schwierigkeitsgrad ist, wie schon angedeutet, nicht gerade leicht, aber was erwartet man von der Serie natürlich auch. Ist aber logischerweise auch Geschmackssache. Euer Fortschritt wird nach dem Erledigen eines Bosses in Form eines Passworts abgespeichert. Auf der technischen Seite erwartet euch hier ein richtiges Feuerwerk. Die Grafik ist wunderbar und hat viele animierte Teils. Gegner sind groß und toll animiert. Dazu kommt auch dieser hervorragende Soundtrack. Definitiv eins der technisch starken Gameboy-Titel. Was taugt Mega Man 3 für den Game Boy also heute noch? Ich bin sehr angetan von dem Spiel. Im Vergleich zum Vorgänger wurde hier definitiv noch eine Schippe draufgelegt. Vor allem an der Technik hat sich so einiges getan. Wenn ihr also einen guten Plattformer spielen wollt, könnt ihr hier definitiv nichts falsch machen. Das war der Test zu Mega Man 3 auf den Game Boy, wenn es euch gefallen hat. Ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.